Guten Morgen YouTube. Heute gibt es mal wieder ein neues Video und zwar ein Produkttestvideo. Genau genommen geht es um ein bisschen Kfz-Zubehör in Form vom Just Mobile Highway Max. Ich bin ja momentan recht viel im Auto unterwegs und deswegen muss man immer sicher gehen, dass man immer genug Strom hat für sein Smartphone. Und insofern habe ich jetzt das Just Mobile Highway Max zugeschickt bekommen und habe mir das jetzt mal näher angeschaut. Und was da rausgekommen ist, seht ihr jetzt gleich. So, da wären wir jetzt auch schon wieder. Ich habe jetzt hier auch schon mal ausgepackt, was in der Verpackung drin war. Viel war es ja nicht. Da ist zum einen mal das Just Mobile Kfz-Ladegerät drin. Das ist für den Zigarettenanzünder. Da kann man sehen, da sind zwei USB-Anschlüsse. Insgesamt schafft das Ladegerät auch 4,2 Ampere, was schon mal ganz gut ist. Leider halbiert sich das natürlich, dadurch, dass das zwei USB-Anschlüsse sind. Es wäre bestimmt interessant, mit 4 Ampere seine Geräte aufzuladen, aber 2 ist auch schon mal eine ganz gute Größe. Also teilweise hatte ich Kfz-Ladegeräte, die haben irgendwie einen halben Ampere geschafft oder 1 Ampere und dann hat man teilweise nicht mal genug Strom gehabt, um ein Navigationssystem, das gerade auf dem Handy gelaufen ist, irgendwie mit genug Strom zu versorgen. Also da sollten 2 Ampere auf jeden Fall ausreichend sein. Ansonsten ist man Besitzer eines Android-Smartphones oder eines Windows-Smartphones, also mit so einem Micro-USB-Anschluss. Dann hat man natürlich auch noch gleich so ein passendes Kabel dabei. Ich selber nutze ja momentan ein iPhone, deswegen ist es für mich nicht ganz so interessant. Deswegen haben Just Mobile sich wahrscheinlich auch überlegt, da jetzt kein komisches Pseudo-Lightning-Kabel mit dazu zu legen. Da benutzt man am besten dann einfach sein ganz normales Standard Apple Lightning Kabel und dann kann man auch da ganz normal sein iPhone aufladen. Ansonsten von der Verarbeitung hat das Just Mobile Highway Max auf jeden Fall was. Also, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist so aluminiummäßig, metallic. Ansonsten auch das Plastik ist hier eher so hartes Plastik. Insgesamt macht es einen sehr hochwertigen Eindruck. Ich habe es auch schon im Auto drinne gehabt, also das flutscht ganz normal rein bei mir in meiner A-Klasse. Vermutlich wird es bei anderen Zigarettenanzündern ähnlich sein. Ansonsten, was noch ganz nett ist, wie gesagt, 2 Kabel kann man reinstecken. Insgesamt kriegen die dann 4 Ampere. Also man kann, wenn man unterwegs ist, sein Tablet aufladen will, kann man das dann auch drüber machen. Also insofern ist das Ding ganz praktisch und hat auf jeden Fall einen recht hochwertigen Eindruck. Kostenpunkt ist hier natürlich ein bisschen höher als bei den sonstigen komischen Ladegeräten, die man so von Amazon kennt, die dann alle aus China sind. Da kostet das momentan 29,90. Wenn man regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist und gerade mal sein Smartphone und so oder sein Tablet aufladen will, dann ist es auf jeden Fall eine Investition, die man sich überlegen sollte, weil spätestens wenn man unterwegs ist und dem Smartphone mal Saft ausgeht, dann ja, wird man sich ärgern, warum man wieder so ein 10 € Ladegerät gekauft hat. Wie gesagt, Android-Nutzer oder Windows-Phone-Nutzer generell mit Micro-USB-Anschluss, die haben noch das passende Kabel dazu. Das ist auch ausreichend lang, dass man das im Auto da quer und her verlegen kann. Insofern, ja, wenn man ein großer Nutzer von Smartphone und Tablet im Auto ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall überlegen. Ansonsten kann man natürlich auch eher eins von den billigeren Kfz-Ladegeräten nehmen, die dann erschaffen, aber dann halt nur einen halben Ampere oder einen Ampere, wenn es hochkommt. Tja, das war es auch schon heute von meiner Seite zum Thema Just Mobile Highway Max. Ich werde das Ding auf jeden Fall bei mir im Auto regelmäßig nutzen und insofern bin ich damit ganz glücklich. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt und ja, das nächste Video kommt bestimmt. Falls es euch interessiert hat oder ihr irgendwelche Anmerkungen habt, einfach die Kommentarfunktion nutzen. Ihr könnt auch gerne den Abonnieren-Button drücken und dann gibt es das nächste Video dann auch gleich in der YouTube-Leiste. Bis dann, ciao!